Hallo und herzlich willkommen zurück bei Aeroplace. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg nach Dortmund, zu unserer Heimatstadt. Und ja, ich habe natürlich vor, die Strecke mit euch zu Ende zu fahren. Jetzt hier live vor Ort in ja auf dem Weg nach Magdeburg, Leipzig und so. Da hoffe ich natürlich auch, dass wir gut durchkommen. Wir müssen erstmal müssen wir uns hinlegen. Ja, wir brauchen eine Ruhepause. In 422 Kilometern ist es soweit. Also war da. Und ich freue mich auf den Rest der Fahrt. Ich hoffe nicht, dass uns nochmal so ein Unfall passiert wie in der letzten Folge. Wahrscheinlich habt ihr mir auch schon Kommentare hinterlassen, ob ich mal Emergency für euch spielen soll oder nicht. Kann ich jetzt aber nicht lesen, weil ich die Folgen hintereinander aufnehme. Um da auch möglichst effizient für euch zu arbeiten. Einfach. Gehört für mich so dazu. Wollen wir den Blinker setzen? Wir müssen hier rüber. Schön. Haben wir den Blinker gesetzt. Ja, Autobahn fahren finde ich echt zäh. Ganz ehrlich. Also finde ich auch im echten Leben. Also in der Realität finde ich das auch schon echt zäh und anstrengend, Autobahn zu fahren. Von daher. Müssen wir jetzt hier lang? Nein, müssen wir nicht. Müssen weiter geradeaus. Warum zeigt er denn auf dem Navi die Pfeile nach rechts? Boah, ich finde es auch so warm hier, ne? Ja, wir fahren die Strecke jetzt auf jeden Fall zu Ende. Und hoffen wir, dass wir unsere Ware unbeschadet abliefern können. Um vielleicht auch noch mal ein bisschen mit einem Plus rauszugehen. Vielleicht auch mit Hilfe unserer Mitarbeiter. Wovon ich mittlerweile drei an der Zahl habe. Und drei Trucks, die für mich fahren noch. Abgesehen von dem wunderschönen Mercedes hier, befinden uns hier auf der A2. Und vielleicht hört man es, ich bin auch ein bisschen erkältet. Keine Ahnung, irgendwie bin ich angeschlagen. Aber jetzt nicht so krass, dass ich jetzt rumheulen müsste. Was haben wir denn hier? Der Schallschutzmauer. Finde ich gut, dass man sich da drin spiegelt. Ja. Ja, dauert nicht mehr lange, dann sind wir aber da. Dann sind wir am Start. Läuft ja herrlich hier. So ein Mustang direkt vor uns. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit 80. Was ja an und für sich keine schlechte Geschwindigkeit ist. Finde ich aber trotzdem sehr lahm. Aber hier zu rasen macht halt auch keinen Sinn, ne? Erstmal ganz schnell sein Geld los in dem Spiel. Das ist doch die gleiche Frau hier, ne? Nur dass der Typ rausgeschnitten ist auf den anderen Plakaten. Irgendwie beschäftigt mich dieses Plakat. Die Elbe, da sind wir an der Elbe. Gucken wir uns mal an von außen. Schön. Ja, mal ein Screenie. Ja. Wer
Heulbein so schön stapeln kann. Der hat das verdient, dass man davon einen Screenshot macht. Ja, davon werden es auch immer mehr hier von diesen Windkraftanlagen. Auch in echt. Also bei uns in der Gegend werden momentan auch viele in Betrieb genommen wieder. Und auch gebaut. Ich würde mir aber gerne mal den Schwerlasttransport angucken, der die Windkraftanlage halt zum Bestimmungsort befördert. Ist das schon ziemlich interessant. Die fahren ja dann richtig mit Konvoi und Sicherheitspersonal. Die halt Kreuzungen absichern und so weiter. Polizei ist da, glaube ich, auch mit involviert. Welche Spiele wünscht ihr euch denn noch für meinen Kanal? Habt ihr da vielleicht eine Idee, was man da noch machen kann? Welche Spiele da noch fehlen? Oder was ihr mehr sehen wollt oder vielleicht auch weniger sehen wollt? Hängt euch vielleicht der Euro Truck Simulator 2 zum Hals raus? Könnt ihr mir dann auch in die Kommentare schreiben. Ja, immer schön ehrlich bleiben. Wollen wir mal hier auf den Rasthof fahren? Eine Runde knacken gehen, ne? Oh, stellen wir uns hier rechts vor dem. Pen. Dann haben wir so Abend. Ja, Kreditraten waren fällig. Meine Mitarbeiter haben ein bisschen was verdient. War jetzt auch nicht die Welt. Gut, ob wir nicht im Minus sind. Trotzdem bescheiden. Ich bin unzufrieden gerade mit dem Ertrag. Dem, was unser Unternehmen so abwirft, mich gerade sehr unzufrieden. Ah, jetzt kommt so ein bisschen Geld rein. Er hat über 5000 Euro verdient. Und wir sind auch gleich am Zielort. Das dauert ja hier nicht so lange in dem Spiel. An und für sich. Finger weg vom Handy. Oh, schön. Schönes Wetter hier, auf jeden Fall. Auch wieder die Windkraftanlagen. Heute sagte jemand zu mir, hör mal, Simulationen sind doch langweilig, das haben die alle gemeinsam. Ich finde die Faszination dahinter ist eigentlich, meiner Meinung nach, zu sehen, wie Dinge funktionieren und wie Dinge reibungslos laufen. Das hat man im echten Leben nicht immer so. Und da finde ich, da geben mir persönlich Simulationen so eine Art Genugtuung, ja, dass Dinge doch reibungslos laufen können und halt funktionieren können und ineinander greifen, dass man da halt erfolgreich sein kann, indem man dann virtuell arbeitet. Ist es ja eigentlich, man arbeitet ja virtuell irgendwo und ja, ich baue mir mein LKW-Unternehmen auf, ich baue mir meinen Fischereibetrieb auf, bei Fishing Barren Sea zum Beispiel. Ich baue mir mein eigenes Heim auf bei Sims 4 und habe da halt einen gut gehenden Haushalt. Und was er auch sagte, ist, dass halt alles gleich aussieht. Ja, manche Gegenden und Ecken sind auch wirklich, da ähnelt das eine dem anderen.
Aber ich finde sowas hier, ja, so die Sonnenstrahlen, die da so schön durch die Brückenreling strahlen oder halt der HDR-Himmel, dann hier so ein bisschen die Umgebung, ne, das ein oder andere Flugzeug, auch mal ein Heli oder so. Hier zum Beispiel, was mir auch sehr gut gefällt, ist hier die Textur von dem Lederlenkrad. Gefällt mir. Dafür gefällt mir die Tür jetzt nicht so. Die könnte ein bisschen, da könnte ein bisschen schärfer sein, wie am Lenkrad auch. Und ja, mir gefällt hier der Realismus einfach und so, dass ich hier auch wirklich das Gefühl habe, ich mache hier was, ne? Um was zu erreichen in dem Spiel. Ja, in welchem Spiel oder in welchem Genre kann ich denn sonst irgendwie Trecker fahren und da meine eigenen Felder bestellen, dann ja, gegebenenfalls damit Geld verdienen oder einen LKW fahren mit so viel PS und hast du nicht gesehen? Ja, kann ich doch in der Realität alles nicht. Und ich finde so, der Sinn von Simulatoren ist ja eigentlich, dass ich da Dinge machen kann, oder auch von Spielen allgemein, dass ich Dinge machen kann, die ich im echten Leben nicht machen kann. Ne? Und die kann ich ja im Moment, sag ich jetzt mal, aufgrund fehlender Qualifikationen, anderer Berufswahl, wie auch immer, kann ich die ja in der Realität nicht ausleben. Ja, da kann ich doch lieber mir so ein Spiel dann zur Seite nehmen. Ja, da ohne Konsequenzen LKW fahren, baue ich einen Unfall, kostet mir da kein echtes Geld. Baue ich keinen Unfall, ist das schön, dann verdiene ich halt Euros, virtuelle Euros und kann mir davon dann neue LKWs kaufen, Mitarbeiter, wie auch immer. Und ich finde die Landschaft doch mal echt herrlich. Also ehrlich jetzt. Finde ich echt schön. Ganz ehrlich, aber die Faszination, die hat halt nicht jeder, ne? Die einen wollen dann lieber Action haben, ne? Die spielen dann lieber ein Battlefield, wie auch immer. Was ich natürlich auch spiele, ja, wogegen ich keine Ablehnung habe. Aber so Simulatoren beschäftigen mich seit jeher schon viel länger als so ein Battlefield, sag ich jetzt mal. So, wo ich wirklich viele Stunden rein investiere. Und keine Ahnung, irgendwie macht das immer wieder Spaß. Selbst mit einem Controller, auch wenn ich mir so gerne ein Lenkrad wünsche. Wenn mir einer eins sponsern will oder allein will, sag mir einfach Bescheid. Nein, ist nur Spaß, ne? Ich bin jetzt hier nicht der Schnorrer vom Dienst. Ja, aber das finde ich auf jeden Fall, empfinde ich so, ja, dass Simulatoren halt das ergänzen, was man so im echten Leben nicht haben kann. Zur momentanen Situation. Welchen Fluss überfahren wir jetzt hier? Ja, der Rhein ist da, glaube ich, nicht, ne? Ich finde übrigens die Spiegel sehr schick hier von dem. Wollte ich mir dann später noch in Wagenfarbe anpassen. Oder auch innen noch ein bisschen mehr machen. Weil da könnt ihr mir ja sagen, was ich da so brauche. Oder welche Mods man da runterladen kann. Die ja die ganze Zeit so ein bisschen aufwerten. Könnt ihr mir ja auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da in Zukunft sehen wollt. Ja, 130 Kilometer noch. Habe die Zeit gut mit Quatschen überbrückt. Wofür ist hier dieses Tastenfeld neben dem Navi? Stellt man da seine Route ein oder seine Fahrzeiten, wie auch immer? Den Spurhalteassistent und so, den würde ich gerne aktivieren können. Das war jetzt mal ein bisschen in die Eisen. Hier ist irgendwas los. Oh, Feuerwehr. Ja, genau. Oh mein Gott. Da sind wir gleich in Dortmund.
Zieh! Gib Gas! Noch 100 Kilometer. Dann haben wir es geschafft. Das ist aber auch eine Fahrt. Hier hinten so ein Kohlekraftwerk. Was sich nach und nach aufbaut irgendwie. Keine Ahnung, ich mag keine Pop-Ups. Ist doch abwechslungsreich, die Strecke, finde ich. Weil klar, wenn du gegen Norden fährst oder auch Richtung Süden und so, ist das alles nochmal ein bisschen abwechslungsreicher mit Berge und so. Bin ich ja auch schon mal durchgefahren, aber da könnte ich ja nochmal so ein extra Video machen. Metropole Ruhr. Ruhrgebiet. Wir sind da, Ruhrgebiet. Ja, da ist bestimmt Thyssen. Die Thyssen AG. 86 Kilometer. Kriegen wir hin, ne? Hoffe ich. Duisburg, Hamburg, Berlin, Kokain, Ohrwurm. Der Sound verändert sich, wenn ich nach oben gucke, nach unten gucke, wie auch immer. Das ist gut. Dass sich nicht überall im Fahrzeug gleich anhört, ne? ...57 noch. Das war gleich da. Kamener Kreuz, immer in der Nähe von Kamen. Wo müssen wir jetzt hin? Ach, links. So, das haben wir natürlich fein gesehen, das Schild. Wundervoll. Noch 38. Ich denke, das wird so in der Nähe von der Autobahnausfahrt sein auch. War einer von euch schon mal im Ruhrgebiet? Ich komme ja hierher. Ja, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Und ich würde einfach nur so interessieren, ob von euch schon mal jemand hier war. Und ich wollte fragen, ob ihr nochmal den Bus-Simulator 18 sehen wollt. Oder habt ihr die Schnauze voll? Der sich ja übrigens sehr gut verkauft hat. Reusbar. Oh, das muss optimiert werden. Da gehen die Scheinwerferkegel durch hier. Oh, ist nicht so gut. Tempomat neu eingestellt. Und dann sind wir so gut wie da. Natürlich parken wir wieder selbst ein. Wie immer, ne? Hat sich ja bei uns so eingespielt. Ja, jetzt haben wir da eigentlich nur Geld verdient für zwei Kreditraten. So sieht's aus. Das heißt, danach müssen wir unbedingt einen Schwertransport machen. Eine Asphaltfräse oder so transportieren. Ist ganz wichtig.
dass wir uns dann mal solchen Aufgaben widmen. Ja, und selbst einparken natürlich, ne? Geschafft. Mal gucken, ob wir jetzt dafür gekriegt haben, für dieses Desaster. Zufriedenstellend. Ah, natürlich böse. Ja. Scheiße. Ah, war jetzt nicht der Hit, ne? Würde ich sagen, ey, wir müssen echt, ich muss ordentlicher fahren. Ja, kann nicht sein. Nur sparsame Fahrweise ausnahmsweise. Oh, liebe Freunde, das sollte dann wieder gewesen sein. Von mir. Ja, ich wünsche euch noch einen erholsamen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einfach ein Like oder ein Abo. Und ein Abo oder wie heißt das? Keine Ahnung, ich bin da drin nicht so gut. Hat es dir gefallen? Wenn ja, dann hinterlasst mir doch einfach ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.